Nach einer Woche Pause ist One Piece Kapitel 939 endlich raus und es wird sehr interessant, denn einerseits haben wir ein bisschen Unterhaltung zwischen Zoro und der Schwester, angeblichen Schwester von Momonosuke, warum, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, und wir haben hier Ruffy, der hier von Opa Hiro wahrscheinlich noch einiges lernen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft, aber jetzt gibt es erstmal die Review zum Kapitel, los geht's. Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute die Review zu Kapitel 39. Ja, ich habe mich richtig auf dieses Kapitel gefreut. Gerade nach der Pause letzte Woche. Das war ja schon ein bisschen lang. Es hat sich schon gezogen. Und ich freue mich endlich. Das Kapitel ist raus. Sehr interessant. Kann man sehr gut drüber reden. Und bevor es losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich gerne tun. Ich halte euch stets auf dem Laufenden bezüglich One Piece, Spoiler etc. pp. Bei mir seid ihr stets auf dem aktuellsten Stand. Deswegen verpasst ihr auch nichts. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Review und mit dem ersten Teil, nämlich dem Dialog zwischen Zoro und der Schwester von Momonosuke. Und ich muss ja sagen, einerseits ist das sehr, sehr suspicious, weil hier macht sie so den Eindruck, als hätte man sie noch nie wirklich gesehen. Also so macht sie den Eindruck, wo ich es dann halt auch glauben könnte, dass sie die Schwester ist. Aber wenn wir mal ihre Verhaltensweise vergleichen wir mal die Verhaltensweise von ihr damals vor dem Shogun, als sie ihn weggeklatscht hat. Das sind mir zu sehr gespaltene Persönlichkeiten. Das sind mir zu zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, weswegen ich hier ganz klar sage, bitte Augen auf, ja. Also müssen wir mal abwarten, weil das war schon, das ist etwas, das wurmt mich die ganze Zeit, ja? Und da möchte ich auf jeden Fall noch dranbleiben. Klar, es wird jetzt die ganze Zeit gesagt oder es wird halt so implementiert und auch so vorgeführt von Oda, dass sie die Schwester ist und auch mehr oder weniger bestätigt, aber ich denke, hier gibt es auf jeden Fall noch einen Plot, der irgendwie in naher Zukunft kommen wird, den man abzuarbeiten hat etc. Also, da bin ich gespannt, weil diese gespaltene Persönlichkeit, die diese Dame hier gerade an den Tag legt, die ist schon ein bisschen suspicious. Also das lässt mich immer hellhörig werden, gerade in der Welt von One Piece oder gerade bei Ichiro Oda ist das immer etwas, was halt sehr wichtig ist. Und ja, die Zeichnung von Momonosuke, wie er da steht als kleiner Perversling, fand ich sehr cool, ja. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, was einfach witzig war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Hiyori, also Komurasaki, ich denke jetzt langsam können wir sie Hiyori nennen und nennen sie nicht Komurasaki oder Schwester von Momonosuke, Hiyori, ja, könnte eigentlich diese vergangenen Sachen relativ gut beschreiben. Und ich muss sagen, wenn sie eine CP-Agentin wäre, dann wären diese Angaben schon ziemlich krass und eine 20-jährige Operation, das wäre schon heftig, was das Ganze noch ein bisschen unwahrscheinlich macht. Aber ich bin gespannt, was es damit aussieht. Ich meine, diese Persönlichkeitsentwicklung oder diese doppelte Persönlichkeit oder diese andere Persönlichkeit, die kann natürlich auch andere Gründe haben. Ja? Vielleicht ist sie einfach so vom Charakter. Ich meine, zum Beispiel Okiku, die hat auch so eine gespaltene Persönlichkeit gehabt. Ja? Einerseits ist sie ängstlich gewesen, schüchtern gewesen, ja. Aber dann, als es darum geht, diesem fetten Sumo-Ringer Einhalt zu gebieten, hat sie ihm einfach den Zopf abgeschnitten und da war sie auf einmal so irgendwie im Ficker-Modus, ja. Richtig ernst und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so gängig auf Wano Kuni. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, denn das ist etwas, das ist eigentlich nicht normal. Also das ist etwas Unnormales, finde ich jetzt gerade. Das ist mir einfach aufgefallen und da müssen wir auf jeden Fall einfach mal weiter die ganzen Sachen beobachten. Ja? In ein paar Tagen soll dieser finale Kampf losgehen und da bin ich gespannt. Was sehr interessant ist, Hiyori erzählt von Denjiro, ja, dem Kappa, und die Theorie ist dann in der Tat auch wahr geworden. Ja, da gab es ja in den letzten Wochen, Monaten gab es ja dann eine sehr interessante Theorie zu. Er ist tatsächlich ein Kappa-Mink und der soll absolut krass sein. Wir wissen mittlerweile auch schon, dass der absolut krass ist und absolut stark ist. Ja, ich meine, als er damals die Gräte da geschossen hat aus seinem Knast, das war schon heftig. Und da bin ich natürlich gespannt im Allgemeinen, wie stark er wirklich ist. So, der Typ, der Zoro da aktuell besiegt hat, der ist wahrscheinlich dann nicht Denjiro, ja. Denjiro hätte nämlich von Hiyori oder wäre von Hiyori erkannt. Ja, sie hat ihn schlicht und einfach erkannt, ja. Das bedeutet, dass dieser Kawazu oder Kamazu, Kamazu hieß der, dass er nicht Denjiro ist, ja. Deswegen warten wir einfach mal ab, ja. Denjiro fehlt nur noch, ja, wir haben Ashura Doji und wir haben Kawamatsu. Jetzt fehlt nur noch Denjiro und da müssen wir einfach mal abwarten. Der wird dann natürlich auch im Laufe der nächsten Kapitel dann irgendwann mal auftauchen. Und dann hätten wir die neuen roten Schwertscheiden, hätten wir dann in dem Falle komplett einmal mit Nekomamushi, Ino, Arashi, Okiku, Raizo, Kanjuro, Kirimon und Ashura Doji, Kawamatsu und Denjiro. Und hier ist auch sehr interessant, nochmal, was ich hier aufgreifen möchte, ist
die Tatsache des Traitors. Derjenige, der die Allianz verraten hat. Und da gibt es jetzt in den nächsten, ich denke am Sonntag wird da das Video zu kommen, ein sehr tiefgründiges, aufwendiges oder ein sehr, sehr gut aufbereitetes Video, finde ich. Seid einfach mal gespannt, ja, warum und wieso. Ja, dort wird dann der Traitor mehr oder weniger von mir mal ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Wer könnte es tatsächlich sein? Und da bin ich gespannt drauf, denn das Ganze zieht sich ja schon seit so und da müssen wir einfach abfahren, ne? Denn dieser Plot, der ist einfach zu genial und zu groß, finde ich, als dass man ihn ignorieren könnte. Und wir sehen auch hier natürlich auch die Crew von Trafalgar Law und die ganzen Leute dort inne oder im Gefängnis, die gefangen genommen wurden, weil es werden ja immer mehr Verbündete gefangen. Die verraten natürlich nichts, was ich auch sehr cool finde. Und dann geht es auch schon mit Ruffy weiter und ich weiß nicht so recht, wie Ruffy das Ganze, ich sag mal so, mit dieser komödialen Sicht und so bewerkstelligt. Also ich finde es sehr amüsierend, weil gerade diese ganzen Gift, also das sind wir ehrlich, das sind alles langweilige Filler-Charakter, die man einfach wegklatschen kann, ne? Die wirklich nichts, die keinen interessieren, aber Eiichiro Oda macht das hier so gut, dass es doch wieder interessant ist, gerade mit dem Vorwand, dass Ruffy trainieren möchte, ja? Gerade dass Ruffy sagt, okay, ich will die Zeit nutzen, ich habe meine Lektion gegen Kaido gelernt, ich habe dann deftig aufs Maul bekommen und hier ist natürlich auch dieser Kampf gegen Kaido auch essentiell wichtig, weil Ruffy hat dann gemerkt, ja, ich meine, wir haben gesehen, Ruffy konnte einerseits nichts ausrichten, ja, und einerseits hat er einen One-Shot kassiert und war weg, aber Ruffy selber hat, glaube ich, ich denke mal, hunderte andere Sachen noch gemerkt, mitgekriegt, durch sein Vorahnungshaki, gerade dadurch und auch vom Gefühl her, als er auf diesen Panzer von Kaido oder auf die Schuppen von Kaido geschlagen hat, als er das so, ich glaube, er hat da viel mehr mitgenommen, viel mehr Informationen genommen und ich denke, das war etwas fundamental Wichtiges für Ruffy und das ist natürlich auch die Einsicht, die sich hier gerade widerspiegelt von Ruffy, dass er halt definitiv stärker werden muss in Form seines Hakis natürlich. Ich denke, dass Ruffy Vorahnungshaki technisch und auch von der Geschwindigkeit eigentlich mithalten müsste, also das sollte eigentlich kein Problem sein, aber hier muss ich natürlich sagen, ist die Frage, wie stark ist das Vorahnungshaki von Ruffy, beziehungsweise wie stark kann er in die Zukunft gucken oder ist Kaidos Stärke nur so mit begründet, dass er einen absolut starken Körper hat, das müsste natürlich abwarten, aber hier zeigt Ruffy natürlich auch nochmal seine Fähigkeit, dass er in die Zukunft schauen kann und hier hatten wir natürlich auch diese Debatte, die haben wir jetzt hier einfach mitgetilgt, ja, also hat Eiichiro Oda hier mitgetilgt, ey, Ruffy kann in die Zukunft gucken, wie Katakuri, Punkt, ja, da gibt es kein Wenn, da gibt es kein Aber und solche Sachen, Ruffy kann in die Zukunft gucken und das auch eine einige Zeit lang. Also das war schon, er hat ja mehrere Schritte vorausgesagt und das war mehr als nur ein oder zwei oder drei Sekunden. Deswegen, Ruffy kann in die Zukunft gucken und das wurde hiermit auch nochmal sehr schön dargestellt. Ja. Opa Hiro, der hat natürlich auch die ein oder andere Überraschung noch parat für uns, denn der ist derjenige, der wahrscheinlich für Ruffy der neue Mentor werden wird, derjenige, der Ruffy ein wenig trainieren wird. Ja. Hyogoro, der hat natürlich auch was drauf, als ehemaliger Mafia-Boss, muss ich ganz klar sagen. Und Ruffy will halt dieses eine Hashigara-Dokoi lernen. Er möchte dieses Haki lernen, weil er darin eine Chance sieht, ich sag mal, seine Gegner zu, oder ich sag mal, den Panzer von Kaido zu durchbrechen. Ja, er sagt dann hier, oder er erinnert sich an Rayleigh oder an Sentomaru. Und ja, Sentomaru, das ist dasselbe Haki. Da gab es damals welche unter dem Video, die geschrieben haben, nee, das ist ein anderes Haki, aber das ist dasselbe Haki. Also das ist das Hashigara-Dokoi, was Rayleigh damals angewandt hat bei diesem riesen Elefanten. Aber mich wundert es tatsächlich, dass Rayleigh Ruffy nicht von diesem Haki wirklich erklärt hat, ja, weil Ruffy ziemlich, ich sag mal, uninformiert sich anhört, muss ich ganz klar sagen. Also das ist das, was ich hier auf jeden Fall mal anmerken möchte. Also da hat Rayleigh ihm von diesem Haki nichts erzählt. Warum? Keine Ahnung, hat bestimmt irgendeinen Grund gehabt, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rayleigh da keinen oder nicht keinen Grund für gehabt hat, ihm es nicht zu sagen. Also da wird er sich wahrscheinlich was bei gedacht haben. Und ja, Opa oder Grandpa Hiro, ja, der alte Mann, der hat natürlich auch noch was drauf. Und auch sehr interessant, dass hier Queen sieht, ja, mit seinem Haki quasi. Hier sehen wir, er hat wahrscheinlich auch das Haki, dass er sagt, hier ist noch lange nicht Ende. Denn Queen kann die Stärke von Ruffy definitiv einschätzen. Und es wundert mich, dass er von Ruffys Haki im Allgemeinen jetzt nicht mal so ein bisschen, er wirkt ja absolut null beeindruckt oder so. Er wirkt ja überhaupt nicht beeindruckt oder so. Da bin ich mal gespannt, ob er überhaupt
überhaupt weiß, dass Ruffy 1,5 Milliarden hat, ob er überhaupt weiß, dass er bei Big Mom vor kurzem war, ob er überhaupt weiß, dass Ruffy wirklich gegen Katakuri gewonnen hat, ja, oder ob er immer noch den Status hat, oh, Ruffy 500 Millionen, er hat Doflamingo besiegt, aber ja, das ist jetzt nicht so eine krasse Leistung. Da bin ich gespannt darauf, weil aktuell wirkt Queen noch relativ locker. Ja. Der Opa, ja, Grandpa Hio, haut dann seinen Haki-Schlag raus und genau das ist das, was Ruffy lernen möchte, beziehungsweise Ruffy bestätigt hiermit, das ist das Haki, ja, das ist es, was ich hier lernen möchte. Und ich muss sagen, die Hand von Grandpa Hio, die hat mich ein bisschen so an diese Dragon-Klaue, also diese Drachenklaue von Sabo erinnert. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt. Und vielleicht ist halt diese Dragon-Klaue oder diese Drachentechnik von Sabo auch sowas in der Art, ja, wie dieses Ashigara-Doku, ja, vielleicht spielt das irgendwo ein bisschen zusammen, ja, dass man da vielleicht auch diese Drachentechniken mit ableiten kann, ja, denn neben dieser Drachenklaue gibt es ja natürlich auch noch dieses Dragon Ibuki, diesen Drachenatem, ja, wo er das Kolosseum mit zersprengt hat quasi, und das ist etwas, wo ich sagen muss, bin ich gespannt, ja. Ruffy hat wahrscheinlich einen neuen Trainer, einen neuen Mentor gefunden, der ihm dieses Haki beibringen kann und von dem er wahrscheinlich auch noch viel lernen kann. Und ich muss hier sagen, ich sag's euch, Grandpa Hio kannte damals die Crew von Roger, kannte Rayleigh, kannte die ganzen Leute etc. Und ich bin gespannt, er wird wahrscheinlich ein jemand sein, der diese Rocks-Ära miterlebt hat und der da wahrscheinlich vielleicht sogar auch einiges zu sagen hatte. So, das war's dann von meiner Review vorab. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Kapitel? Was sagt ihr zu dem Haki etc.? Was habt ihr für Vorschläge, die ihr einbringen könnt etc.? Gerne damit in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Und natürlich immer Hashtag OnePiece mit in die Kommentare schreiben, falls ihr ein bisschen mitgehört habt. Ja, natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen, motiviert. Und ist natürlich immer ganz korrekt von euch. Dann bin ich jetzt raus. Vergesst doch das Abo nicht, falls ihr es noch nicht getan habt und ich euch überzeugen konnte. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.